An den Wochenenden wird ausgeschwärmt zwischen Alpen und Nordsee. Motorräder sind heute vor allem Freizeitgeräte. Aber der Widerstand gegen diesen Lärm wächst. Einige beliebte Strecken wurden bereits gesperrt. Wo endet die Freiheit des Einzelnen? Motorräder sollen in Zukunft leiser werden. Aber das ist schwierig, denn eine ganze Branche lebt gut von dem Lärm. Das deutsche Umweltbundesamt hat gerade fabrikneue Motorräder getestet. Konsequenterweise haben wir in die Straßenverkehrszulassungsordnung, also was die Zulassung von Fahrzeugen betrifft, reingeschrieben, dass die Fahrzeuge so leise sein müssen, wie es der Stand der Technik zulässt. Und dann gucken wir auf die Fahrzeuge und sehen, die Fahrzeuge sind laut. Thomas Harms ist Ingenieur und passionierter Motorradfahrer. Sein Hobby ist auch sein Beruf. Seit 20 Jahren hat er seine Werkstatt. Viele Motorradfahrer lassen sich spezielle Auspuffanlagen einbauen. Da gehört ja für viele gefühlt so ein gewisser Sound dazu. Und naja, dann geht man eben an die legale Grenze ran. Und ist ja auch völlig legitim. Die einen mögen lieber einen dumpfen, sonoren Klang, die anderen mögen eher einen lauten, kreischenden Klang. Das ist schon sonor, ist also nicht mehr so leise wie original. Original ist deutlich leiser, aber eben im zulässigen Rahmen. Laut, aber legal und zugelassen. Für Motorräder wird der Geräuschpegel nur für Fahrten innerhalb geschlossener Ortschaften geprüft. Sie können also außerhalb drastisch lauter sein, auch durch die Fahrweise. Grenzwerte gibt es dafür noch nicht. In den Fahrzeugpapieren steht lediglich das Standgeräusch. Und mehr kann die Polizei auch nicht kontrollieren. Und dann noch prüfen, ob die Auspuffanlage manipuliert wurde. Im Auspuff sitzt ein sogenannter Dezibelkiller. Und der lässt sich, oft sogar ziemlich einfach, rausschrauben. Nicht, dass er reinfällt. Und das ist dann illegal. Wird schon deutlich, deutlich zu hören sein. Also es ist ja so, dass so zwischen 3 und 5 dB empfindet der Mensch ja so als doppelt so laut oder halb so laut, je nachdem. Und das wird, denke ich mal, schon doppelt so laut erscheinen jetzt. Das ist dann schon deutlich lauter. Empfindet man sofort. Man muss auch lauter reden, damit man noch gehört wird. Wenn man jetzt noch Gas dazu gibt. Kann man verstehen, wenn die Anwohner genervt sind. Definitiv. Die Auspuffanlagen sind heute eine große Spielwiese für Sounddesigner. Bei einigen Modellen, manchmal sogar schon ab Werk, sitzen zum Beispiel Klappen im Auspuff, die man öffnen oder schließen kann. Sind sie geöffnet, wird es richtig laut. Es gibt sogar spezielle Lautsprecher für Auspuffrohre. Das Ganze übrigens auch für Sportwagen. Da gibt es viele, ich würde sagen, Absurditäten. Es gibt einschlägig bekannte laute Motorräder. Mit denen können Sie im öffentlichen Straßenraum zu einer Rennstrecke fahren, zum Beispiel Hockenheimring oder so. Und der Betreiber der Rennstrecke wird Ihnen sagen, diese Maschine ist zu laut für meine Rennstrecke. Hier dürfen Sie nicht fahren. Fahren Sie mal im öffentlichen Straßenraum zurück. Das ist die Gesetzeslage zurzeit. Im Gesetz steht aber auch, Fahrzeugführer dürfen keinen vermeidbaren Lärm erzeugen. Zu lautes Fahren könnte man also büßen, wenn man es beweisen kann. Barbara Locher entwickelt dafür einen Lärmblitzer. Der soll ähnlich funktionieren wie ein Radargerät. Fährt ein zu lautes Fahrzeug vorbei, erfassen die Mikrofone den Lärmpegel und das Gerät blitzt. Dann müssen wir mal testen. Fährst du einfach ein paar Mal, um zu schauen, ob alles tut? He? Gut. Okay. Ich tu da mal schauen. Gut. Klingt einfach, ist es aber nicht.
wir suchen eigentlich ein Kriterium im Geräusch, dass die zu lauten Fahrzeuge, Fahrzeuge, die vermeidbaren Lärm verursachen, eindeutig identifiziert, sodass wir nicht einen LKW oder irgendwelche Störgeräusche dann blitzen. Das waren zwei normale Fahrten. Hier sehen wir jetzt diese laute Testfahrt. Der Auftrag für diese Vorstudie zum Lärmblitzer kommt vom Schweizer Bundesamt für Umwelt. Und es geht voran. Hier links für das Motorrad, in der Mitte für den PW und rechts für diesen für den Sportwagen. Wir sehen in diesem Barbara Locher kann inzwischen schon detaillierte Geräuschprofile der verschiedenen Fahrzeuge erstellen. Ihre Arbeit wird von vielen sehr aufmerksam verfolgt. Wir sehen vermehrt, dass es ein großes Thema wird. Es gibt politischen Druck. Und es ist eines, letztes Jahr war es, glaube ich, die Hauptursache an Beschwerden im Bereich Lärm beim BAFU. Und wir haben von diversen Städten Anfragen, die interessiert sind, da mitzumachen und Hand zu bieten. Nicht immer stehen die Mikrofone so offen am Straßenrand wie hier. Meistens werden sie versteckt. Wo, das bleibt geheim. Informationen über die heißen Stellen bekommt Barbara Locher von Gemeinden und der Polizei.